Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Haarfärbevideo. Und wenn ihr wissen wollt, was ich alles benutze und was ich machen möchte und ich teste auch eine neue Farbe, dann bleibt dran, es geht los! So, als erstes gibt es eine kleine Erklärung, was ich vorhabe und wie ich vorgehen möchte. Und zwar möchte ich mir die Haare so färben, dass ich möglichst, bis das Baby da ist, nicht nochmal nachfärben muss. Das bedeutet, ich werde meinen Ansatz dunkel färben und habe überlegt, ich werde hier das Deckhaar relativ dunkel färben, hier auf der Partie. Vorne habe ich überlegt, lasse ich zwei Partien draußen, die ich bunt mache, und das untere Haar wird auch farbig. Ich arbeite heute mit einmal Schwarzkopf, Blauschwarz. Das ist für den Ansatz und fürs Deckhaar. Das hat den Vorteil, dass das hier ein bisschen abstützt. Also, wie gesagt, dass wenn das hier rauswächst, wächst Dschungel nach und dann kann ich mit dem Ansatzspray die Zeit überbrücken, bis ich nachfärben muss. Dann muss ich leider ein bisschen blondieren. Deswegen habe ich eine Blondierung da. Und zwar wegen dem Blau. Ich habe vor, rot zu färben und dadurch, dass das Blau da ist. Dazu gleich eine Information, weil man sagt ja immer, in der Schwangerschaft sollte man möglichst nicht blondieren. Das ist soweit zwar korrekt, aber es ist nicht schädlich, denn was in die Haare eingeht, geht nicht in den Körper. Aber möglichst nicht die Kopfhaut vollschmieren, Punkt 1. Und Punkt 2 ist, möglichst die Dämpfe nicht einatmen. Aber die sollte man ja sowieso nicht einatmen, das heißt, wenn ich mit der Blondierung beginne, werde ich das Fenster öffnen, damit ich ganz viel Luft kriege. Die Freude dabei, es ist saukalt draußen. Yippie-aye. Und ich werde dafür sorgen, wie gesagt, ich möchte nur die Längen blondieren, überwiegend. Und da komme ich nicht auf die Kopfhaut. Also gleich als Information, bevor hier kommt, ah, du blondierst, bist du verrückt. Ich habe mich informiert. Ja? Und dann wird das Geblondierte natürlich noch farbig, weil blond steht mir nicht. Und da habe ich mir eine neue Farbe rausgesucht. Ich hatte schon mal eine Farbe von Crazy Color, das war ein Grün. Und diesmal habe ich mir ein dunkles Rot rausgesucht. Es sah also eigentlich bei den Rezeptionen ganz gut aus. Ich hoffe, dass es so wird, wie ich mir das vorstelle. Also wird es gleichzeitig ein Farbtest. So, bevor ich anfangen kann, muss ich mir jetzt die Farbe zusammenmischen. Das mache ich jetzt nebenbei. Ohne Kamera, logisch. Und ich werde mir die Haare abteilen. Das, was dunkel werden soll und das, was hell werden soll. Weil Blondierung und schwarze Haarfarbe mache ich natürlich in einem Ritt. Und dann im zweiten Ritt kommt dann das Rot. Gut, jetzt wisst ihr erstmal Bescheid, was hier jetzt gleich passiert. Ich mache jetzt die Kamera aus. Tun das mit den Haaren soweit vorbereiten. Und dann sehen wir uns wieder zum Auftragen. Also bis gleich. So, wir sind umgezogen und vorbereitet. Ich habe die Farbe angemischt. Handschuhe an. Und dann kann es losgehen. Wir fangen mit dem Blond an. Und zwar wird die untere Schicht hier, das wird blond gemacht. Und dann habe ich hier oben noch zwei Zöpfe, die werden blond gemacht. Und die Spitzen vom Deckhaar sollen blond gemacht werden. Ja, aber wir müssen erstmal hier mit anfangen. Und wie gesagt, ich gehe jetzt nur, ist nicht schlimm, wenn ich nicht bis zum Ansatz wirklich rangehe. Denn wir wollen ja nicht auf die Kopfhaut kommen. Zumindest so wenig wie möglich auf die Kopfhaut. Und darum geht es auch nicht. Es geht eher um den Rest schön blond zu kriegen als den Ansatz. Von daher, alles kein Problem. Ich hoffe nur, meine Füße halten das durch.
weil muss ja jetzt die ganze Zeit stehen. Das heißt, ich muss ein bisschen schnell arbeiten, damit mir nicht die Füße so viel wehtun. Bin mal gespannt, welche Farbe da rauskommt. Willst du das Blau jetzt rausziehen? Blau ist widerspenstig. Also ich sehe hier schon Reaktionen. Ich hoffe, das reicht jetzt dafür, dass es plump wird. Oder zumindest ansatzweise. Wie gesagt, selbst wenn es dreckiges plump wird, ist egal. Also, als erstes wollte ich mal sagen, Entschuldigung, aber mein Akku war leer. Und dann hat es nicht weiter aufgenommen. Sorry dafür, aber ich musste trotzdem erstmal weitermachen, weil sonst wird die Farbe ja schlecht, die war ja angerührt. Also, wie man hier sieht, hat das Blau, ja, blondieren war wohl nicht so gut. Es ist immer noch blau, hartnäckiges Blau. Aber hinten hat es schon ein bisschen besser gewirkt. Ich zeig mal hier so, wie es von hinten aussieht. Aber das Schwarz hat es gut angenommen. Das ist schon mal gut geworden. So, und ich werde jetzt alles, was halt nicht schwarz ist, mit dem Rot reingehen. Und hoffen, dass es nicht einfach nur lila wird, sondern ein bisschen mehr Rot als lila. Ich werde das allerdings jetzt nicht mit dem Pinsel auftragen, sondern über meine Badewanne kopfüber gehen und alles einmatschen. Dazu werde ich euch jetzt nicht die Kamera anschalten und mitnehmen, weil das macht sich kompliziert. Ich will auch nicht, dass meine Kamera irgendwo runterfällt oder sonstiges. Jedenfalls werden wir jetzt das hier testen. Wir können ja als erstes mal gucken, wie die Farbe aussieht. Klar, schon wieder voll geschmattert. Aber hier einer. Ganz schön dunkel. Vielleicht habe ich Glück und es schafft es, das Blau zu überdecken. Aber ich weiß gar nicht, wie viel ich davon jetzt brauche. Also sieht jetzt richtig rot aus. Ich werde jetzt noch ein kleines bisschen Spülung mit reinmischen und dann hauen wir das auf die Haare und mal gucken, was passiert. Aber es war eine reine Katastrophe. Mir ist dann die Farbe runtergefallen, dann sind mir die Sachen runtergerutscht und ich hätte wütend können. Gut, ich matsche jetzt die rote Farbe hier drauf und wir sehen uns gleich wieder. Ja. So, das Rot habe ich jetzt drauf, also so von der Farbe her. Jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut. Mal gucken, wie viel jetzt dabei drinnen bleibt. Ob das jetzt so rot auch wird, wie es jetzt hier drauf ist. Also wie ich es jetzt in echt sehe. Ihr seht es leider nicht in echt. Aber wenn es wirklich so rot wird, wie es jetzt hier drauf aussieht, dann wäre ich zufrieden.
Aber ich weiß nicht, ob es das tun wird. Also abwarten. Wir werden jetzt das einwirken lassen. Dabei mache ich die Schandflecke hier so gut wie ich kann weg. Werde alles hier aufräumen in meinem Bad. Dann werde ich das auswaschen. Und dann werde ich euch das Endresultat präsentieren, wenn ich damit fertig bin. Und dann können wir mal sehen, ob es gut aussieht oder nicht. Ja. Zumindest habe ich jetzt einen dunklen Ansatz. Das bedeutet, dass ich ohne Probleme, denke ich, bis zur Geburt auskomme. Hoffe ich mal. Gut, ich würde mal sagen, wir lassen uns das jetzt einwirken. Ich tue hier aufräumen und ich melde mich dann, wenn ich fertig mit dem Einwirken bin. Also, bis gleich. So, das wäre jetzt das Endresultat. Ein bisschen schwarz. Eigentlich sollten hier vorne die Strähnen rot sein. Hier drüben hat es relativ gut geklappt. Hier auf der Seite hat es so gut wie gar nicht geklappt. Nur ein bisschen. Aber das ist nicht so schlimm. Es ist ja eine Übergangslösung. Ansonsten sieht man überall ein bisschen rot durchschimmern. Und wenn ich hier hinten die Haare hoch mache, ist es richtig rot. Das heißt, es kommt halt immer darauf an, wie ich meine Haare lege, wie viel Rot zu sehen ist. Und wenn ich nicht viel Rot zu sehen haben möchte, dann trage ich die Haare so. Es ist jetzt Mitternacht. Ich gehe jetzt ins Bett. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Es ist, wie gesagt, ja eine Übergangslösung. Es ist jetzt dunkler geworden, als ich wollte. Und ich habe überall noch hier Stellen. Die muss ich jetzt morgen nochmal drüber waschen, damit ich das hier loswerde. Aber ich kriege das dann schon nach und nach los. Das dauert meistens so 2-3 Haarwäschen, dann ist es weg. Aber zumindest habe ich hier ein bisschen mehr Rot. Da bin ich sehr froh drüber und wie gesagt, wenn ich mir die Haare hier so nach hinten mache, ist mehr Rot da. Ich glaube, momentan mache ich die Haare jetzt nicht nach hinten, weil sieht doof aus. Und das kann man auch nicht so leicht überschminken. Aber an sich bin ich ganz zufrieden. Ja, doch. So. Hier unten ist es, wie gesagt, gut geworden. Eigentlich hatte ich das ja so gedacht, dass hier die Spitzen halt roter sind. Sie sind auch rot, aber halt nicht so rot. Das lag aber an der Ausgangsfarbe, denke ich mal. Aber, ja, doch, ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Jo. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, jetzt bin ich halt ziemlich dunkel. Im Gegensatz zu vorher muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wisst ihr Bescheid? Ihr könnt mich abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Eure Gloria.